Hallihallo, hier ist die Glücksclaudia und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In diesem Video zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du auf kreative Art und Weise ja für dich Motivation erholen kannst, wie du für dich ein kleines bisschen Zeit herholen kannst und wie du in deinem Fokus bleibst, auch bedürfnisorientiert deine Kinder zu begleiten, damit ihr einfach mehr Liebe, mehr Zufriedenheit und mehr Harmonie in euren Familienalltag holen könnt. Ja, du kennst es wahrscheinlich auch, es ist manchmal viel Stress, viel Hektik und die Zeit für dich oder aber auch die gemeinsame Zeit mit dir und deinem Kind fällt so ein bisschen hinüber. Es ist Geschimpf, es ist groß, es ist schnell gemeckert, Zeitdruck ist da und so weiter. Ich finde das manchmal sehr anstrengend und brauche dann einen Anreiz von außen, der mich einfach wieder ein bisschen runterholt. Und diesen Anreiz, den schaffst du dir heute selber. Wenn du sowieso mit deinem Kind auch gerne mal zum Beispiel am Tisch sitzt und malst oder irgendwelche kreativen Dinge erledigst, passt das wunderbar. Aber auch wenn du es sonst nicht machst, fang heute damit einfach mal an. Es wird euren Alltag verändern. Du brauchst dazu nicht viel außer einen Stift und ein Blatt Papier. Wenn du es jetzt zufällig nicht dabei haben solltest, dann pausier doch gern das Video und hol es dir dazu. Ich gehe davon aus, dass du jetzt ein Blatt Papier hast und auch einen Stift. Welchen Stift ist völlig egal, Hauptsache einen Stift. Wenn dein Kind mit dabei ist, gib auch deinem Kind einen Stift und ein Blatt Papier in die Hand und ihr macht es einfach gemeinsam. Du legst jetzt die Hand, also ich bin Rechtshänder, das heißt, ich werde mit rechts malen, also lege ich meine linke Hand hinauf, wenn du natürlich Linkshänder bist, ergo machst du es andersrum logischerweise, und du zeichnest jetzt einfach mal deine Hand mit dem Stift nach. Ich mache das auch. Und wenn du das getan hast, dann überleg dir doch einmal, welche fünf Eigenschaften du an dir besonders gerne magst. Also etwas, wo du sagst, das kannst du besonders gut oder das zeichnet dich vielleicht auch aus. Das bekommst du als positives Feedback von deinen Freunden, von deinen Familienmitgliedern, von all deinen Liebsten immer wieder gesagt, das zeichnet dich aus. Oder aber du spürst selber, das ist etwas, worauf ich stolz bin. Und dann trägst du diese fünf Eigenschaften in jeden einzelnen Finger hinein. Schreib ihn einfach auf, als Adjektiv, als Nomen, als Verb, völlig egal. Schreib einfach das rein, was dir einfällt. Solltest du Schwierigkeiten dabei haben, dann starte doch einfach mit den Eigenschaften deines Kindes. Vielleicht fällt dir da auch etwas dazu ein und du bist angeregt und kannst dann besser und leichter auch bei dir selbst einsteigen. Mach das doch einfach mal, ich tue es auch kurz. Wenn dir nicht sofort was einfällt, nimm dir ruhig Zeit. Du brauchst es nicht sofort alles einfallen oder du kannst es auch immer noch wieder verändern und nochmal neu malen, wenn du das Gefühl hast, dass da irgendwas anderes wichtiger ist. Lass jetzt einfach erstmal das fließen, was kommen möchte. Ja, ich habe meine fünf Eigenschaften schon geschafft und kann jetzt sagen, okay, ich möchte vielleicht auch diese Hand noch ausmalen, mit bestimmten Farben ergänzen oder ich möchte der Hand etwas noch dazugeben, im Hintergrund etwas malen. Sei doch da mit dir selber und mit deinem Kind gemeinsam einfach kreativ. Nutzt diese Phase auf kreative Art und Weise etwas zu zaubern und hängt es euch dann sichtbar irgendwo hin. Du wirst merken, wenn du das siehst, wenn du diese Hand erkennst und auch vielleicht die Hand von deinem Kind oder vielleicht auch von deinem Partner, wirst du automatisch erinnert werden an das, was positiv herauskommt und nicht vielleicht immer nur auf das, was negativ ist und wirst dich somit viel, viel leichter tun, runterzukommen und den Gedanken auf etwas Positives zu lenken, was ja einfach in unserem Alltag wichtig ist, dass wir das Positive sehen, denn dadurch wird ja auch viel leichter. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und freue mich, dass du für dich und für dein Kind etwas Wundervolles tust, damit ihr in Harmonie und glücklich und zufrieden miteinander leben könnt und ich hoffe, dazu einen Teil beitragen zu können. Wenn du meine Energieraketen noch nicht geholt hast, dann kannst du den Link dazu unterhalb dieses Videos finden und dich damit nochmal inspirieren lassen. Die 5 Tage lang begleite ich dich damit Impulsen, wie du mehr Energie und Kraft in deinen Alltag holen kannst. Ja, und ich freue mich, wenn du das tust. Wie immer, wenn du meinen Kanal abonnierst, wirst du informiert darüber, wenn ein neues Video mit einer tollen, praktischen
leicht und schnell umsetzbaren Übung für dich dabei ist. Ich freue mich darüber und wünsche dir in dem Sinn eine wundervolle Woche. Ganz, ganz herzliche Grüße und denke mal daran, Mama Alltag gleichgemacht. Du hast die Wahl. Sei kreativ. Deine Glücks-Claudia.